Das Szenario: Eine Katastrophe führt zu großen Ernteausfällen. Der Ausweg: Pflanzensamen an einem sicheren Ort lagern. Die Lösung: Das Svalbard Global Seed Vault. Die Story: Im Fokus von Anno Brumini. Der Moderator: Brumi. Es war einmal vor 15 Jahren. So. Spitzbergen ist eine der abgelegensten bewohnten Gegenden der Erde. Die Inselgruppe im Arktischen Ozean gehört zu Norwegen und ist für ihre eisigen, aber schönen Landschaften bekannt. Dort leben knapp 2.500 Menschen, der Großteil davon im Hauptort Longyearbyen. Ich kann das nicht aussprechen. Immerhin gibt es dort einen Flughafen, der die Hauptinsel ans Festland anschließt. Wie wir wissen, ist Kälte jeweils auch eine gute Eigenschaft, um verderbliche oder generell organische Stoffe langfristig lagerfähig zu machen, wenn eine Klimatisierung auch einmal ausfallen sollte. Eine Starkstromversorgung ist vorhanden, zudem gibt es in der Gegend kaum tektonische Aktivitäten. Damit ist Spitzbergen der ideale Ort, um etwas zu lagern, das unter Verschluss gehalten werden muss und nicht in die falschen Hände gelangen darf, nicht wahr? So sieht das auch der Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt. Er beschließt ein Projekt zur Errichtung einer Saatgutbibliothek, um Nutzpflanzen zu erhalten. Es gibt zwar gut 1.400 verschiedene Samenlager auf der ganzen Welt, der Svalbard Global Seed Vault SGSV ist aber der größte von allen und dient rein zur Lagerung von Saatgut und nicht noch zur Forschung, wie es sonst üblich ist. Das Ziel ist die Einbuchung von 21 wichtigen Pflanzensamen und Knollen, um sie im Fall einer Katastrophe zur Hand zu haben, wie etwa einem großen Flächenbrand, eine Überschwemmung, einem Nuklearunfall oder eine Apokalypse, wer denn daran glauben mag. Diese wichtigen Pflanzen werden vor allem Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Mais, Reis, Nüsse, Wurzelgemüse, aber auch etwa Äpfel, Kokosnuss, Taro oder Maniok. Grundnahrungsmittel aus allen Regionen der Erde. Dann kann die Behörde des betroffenen Landes diese Saatproben dort beziehen, aussehen und Ackerland neu bewirtschaften. Der Baubeginn erfolgt 2006 durch den damaligen Staatsminister Norwegens Jens Stoltenberg, heute bekannter als NATO-Generalsekretär. Zu Gast sind seine Amtskollegen aus den anderen skandinavischen Staaten. Als Standort wird ein stillgelegtes Kohlebergwerk in der Nähe des Flughafens von ausgesucht. Nach dem gut 100 Meter langen Eingangstunnel verstecken sich hinter den dicken Stahltoren drei Kammern von je 27 mal 10 Metern Fläche und einer Höhe von 6 Metern. Die zutrittsbefugten Personen haben keinen Zugang zu allen Räumen im Interesse der Sicherheit. Die Temperatur im Inneren dieser Lagerhallen liegt bei konstant minus 18 Grad Celsius. Ein Kühlaggregat hilft bei der Konditionierung. Ende 2007 geht die Saatlageranlage in Betrieb. Im Februar 2008 folgt die Eröffnungszeremonie mit internationaler Politprominenz. Und damit hat es sich eigentlich mit dem Rummel. Es ist kein Personal vor Ort, die Gesamtanlage wird scharf videoüberwacht und bei Bedarf ferngesteuert. Die Einbettung des Global Seed Vault im Permafrost soll die Kühlung gewährleisten und den gesamten Bunker vor äußeren Einflüssen schützen. Das Einzige, was von außen zu sehen ist, ist der äußere Teil des Eingangstunnels. Hier. Den sieht man auch bei der Landung auf dem Flughafen von Longyearbyen. Kleine Randnotiz. Da das norwegische Baugesetz vorgibt, dass jeder Neubau mit einem Kunstwerk verziert werden muss, ist auch hier Kunst zu finden. Die Vegesanne setzt der reflektierende Dreieck als Symbol der Lebensvielfalt sein abstrakten Werk zusammen. Zurück zum Schutz des Saatgutlagers. Der Klimawandel zeigt seine Konsequenzen bereits im ersten Betriebsjahr. Durch das Auftauen des Permafrostes ist die Stabilität des Gebäudes gefährdet. Zudem verformt sich der Stahlbeton. Schnelle Abhilfe löst das Problem, aber der Kampf gegen die Erderwärmung geht weiter. Vor einigen Jahren ist Wasser aus dem aufgetauten Permafrost in den Eingangstunnel geflossen und dort gefroren. Man darf nicht vergessen, dass die im SGSV befindlichen technischen Geräte auch Wärme abstrahlen, weshalb diese Maschinen dann in ein separates Gebäude verlegt werden. Es gibt einen neuen wasserdichten Zugangstunnel, zudem werden um die Anlage herum Vorrichtungen zur Drainage verbaut. Durch die Lage auf 130 Metern über Meer ist die Saumfestung aber vor dem Anstieg des Meeresspiegels geschützt. Widmen wir uns aber nochmals dem Inhalt des Saatgutbunkers, dem Saatgut im Bunker. Die Staaten, die dort ihre Samenproben einlagern wollen, lassen sie von internationalen Saatgutbanken auf Spitzbergen liefern. Diese Proben bleiben aber im Besitz des Auftraggebers und dürfen nur auf seine Anforderungen hin wieder entnommen werden. Die verschlossenen Kisten mit den Samen, Knollen oder Wurzeln kommen also auf dem Flugplatz von Longyearbyen da an, werden mit einem X-Ray-Scanner geprüft, um sie ungeöffnet zu kontrollieren
und danach zum SGSV gebracht und eingelagert. Wie man es hier sieht, so sieht es im Innern dieser Lagerhallen aus. Jede Samenprobe enthält 500 Samen. Aktuell sind über 1 Million Proben auf Spitzbergen eingelagert. Die Gesamtkapazität liegt bei 4,5 Millionen Proben, also über 2 Milliarden Samen. Ja, und für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Samen sind, das ist ein Volk, also Norwegen. Damit natürlich keine Menschen auf Spitzbergen eingesperrt wurden, sondern es sich um Pflanzensamen handelt, haben wir hier einige Anschauungsbeispiele. Zum einen haben wir hier Brunnenkresse, also ein kleines Gartenkraut, das man anbauen und sich über den Salat tun kann. Oder wie ich es tue, ich baue es an und danach werfe ich es weg, weil ich es nicht brauche. Und dann haben wir hier noch cooler gemaserte Bohnen. Wenn man diese anbaut, dann gibt es cooler gemaserte Bohnen. Stangenbohnen, um genau zu sein. Natürlich gibt es auch noch Samen beim Menschen. Das ist aber nicht Teil meiner Aufgabe, euch das zu erklären. Der Svalbard Global Seed Vault ist also unser Garant dafür, dass wir nicht verhungern müssen, sollte die Welt im Wortsinn untergehen. Geile Idee. Hallo Brumini, der Fokus. Es war einmal vor 5 Jahren. Wir wissen alle, dass die russische Politik Dreck am Stecken hat. Und zwar schon lange. Eines der Beispiele stammt von 2018. Der ehemalige Oberst Sergei Skripal ist im Kreml ein Dorn im Auge, da er beschuldigt wird, als Informant im russischen Staat zu schaden. Am 4. März 2018 werden er und seine Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank im britischen Salisbury gefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass die beiden Skripals vergiftet wurden, und zwar mit einem seltenen Gift, das eigentlich nur in Militärlabors zu finden ist. Ein Nervenkampfstoff namens Novichok aus Russland. Dies legt nahe, dass Moskau hinter dem Anschlag steckt. Natürlich läuft die Propagandamaschine Putins auf Hochtouren. Sogar Skripals Nichte Victoria tritt im Staatsfernsehen auf und bezweifelt den Giftanschlag öffentlich. Natürlich, der Produzent der Talksendung, in der sie auftrat, machte mit ihr einen Vertrag aus, um regelmäßig in die Show zu kommen. So läuft es also. Man verrät seine eigene Familie nur des lieben Geldes wegen. Russlands Politik ist zum Kotzen. Es war einmal vor 5 Jahren. Die Schweiz hat Geld. So die Auffassung vom Rest der Welt. Da liegt die Vermutung nicht fern, dass dieses Geld nicht gerne ausgegeben wird. Nicht einmal für wichtige oder volksrelevante Institutionen. Die öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehgesellschaft SRG erhebt bei den Haushalten des Landes die jährliche Rundfunkabgabe, wie es Deutschland auch kennt. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Inkassofirma Billag. Dazu beträgt die Gebühr in der Schweiz 451 Franken pro Jahr. Zu viel, finden viele Menschen. Es bildet sich ein Komitee aus Gegnern der Pflichtabgabe, das die umgangssprachlich No-Billag-Initiative genannte Vorlage gründet, um das eidgenössische Stimmvolk über die Abschaffung dieser Gebühr abstimmen zu lassen. Die Debatte ist sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung sehr emotional. Ich könnte euch hierzu noch viel mehr erzählen, aber hierfür reicht unsere Zeit nicht. Das Komitee führt als Argumente beispielsweise an, die SRG sei zu groß, politisch zu linkslastig und Privatsender würden unterdrückt. Es werden aber auch viele Vergleiche mit den niedrigeren Gebühren in Deutschland gezogen. Dabei vergessen die Gegner der Billag-Gebühr aber, dass sie für die Finanzierung eines gleich guten Programmes nur einen Zehntel der deutschen Bevölkerungsanzahl haben, die Mitglieder. Zudem muss die SRG-Programme in allen 4 Landessprachen anbieten, während die deutschen Rundfunkanstalten nur ein Programm gestalten müssen. Zum Glück aber wird die Initiative bei der Volksabstimmung mit 71,6% Nein deutlich abgelehnt. Als Konsequenz wurde aber die Gebühr reduziert. 365 Franken pro Jahr, also ein lausiger Franken pro Tag. Ist nicht mehr als fair. Heute übt die Firma Serafe die Rechnungsstellung aus. Es war einmal vor 90 Jahren. Der 23. März 1933 markiert einen Freudentag in den USA. Die Prohibition wird aufgehoben. Was ist das? 1920 trat ein Gesetz in Kraft, das den Handel von alkoholischen Getränken verbietet. Also alle Konsumwaren flüssigen Aggregatzustandes, das ein Alkoholgehalt von mehr als 0,5% aufweisen. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass das Alkoholverbot nicht durchgesetzt werden kann.
Wurde es auch nicht. Die Behörden in Washington und in den Hauptstädten der Staaten taten sehr wenig hierfür. Sie waren auch nicht gewillt, jede Landesgrenze oder andere Transportwege engmaschig zu kontrollieren. So dauerte es nicht lange, bis die illegale Schnapsbrennerei, die den heute kultigen Mondschein herstellen, oder auch die Brauereibranche in der Blüte stehen. Auch die geheimen und oder versteckten Kneipen, sogenannte Speakeasies, da man dort leise miteinander sprechen musste, damit man nicht auffällt, werden kaum überwacht. Ganze Tunnels werden in den Boden gegraben, Lastwagen und Schiffe werden für den unerkannten Transport von Alkohol präpariert. Natürlich haben auch organisierte Banden ihre Finger im Spiel, etwa der amerikanische Ableger der Cosa Nostra. Die Kriminalität konnte, wie es eigentlich erhofft wurde, nicht gesenkt werden. Im Gegenteil, schwere Verbrechen stiegen um 13% an. Hinzu kommen über 80% mehr Fälle von Trunkenheit bei Fahrzeuglenkenden. 1933 dann also wird das Verbot durch Präsident Hoover gekippt. Da aber bereits die Einführungssache der Teilstaaten der USA war, naja, mussten auch diese sich um die Abschaffung des Gesetzes kümmern. So kommt es, dass Mississippi als letzter Staat erst 1966 das Alkoholverbot aufhebt. Mississippi, I remember you. Anno Brumini, die Geburtstagskonten. Es war einmal vor 80 Jahren. Lucio Dalla, eine Legende im Stiefelland. Den Durchbruch schaffte er am legendären Musikfestival in Sanremo 1971 mit dem Titel 4 Marzo 1933. Das ist sein Geburtsdatum. Ein ungewöhnlicher Name für ein Lied, aber Lucio Dalla zeigt sich sein ganzes Leben lang als äußerst innovativer Bursche. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen Caruso oder Canzone, die auch hierzulande bei uns durchaus ein Begriff sind. Über sein Privatleben ist nicht viel Handfestes bekannt, aber der Tausendsasser aus Bologna kann dafür mit seinen Qualitäten in anderen Bereichen punkten. Engagements bei Film und Fernsehen, Versuche als Buchautor, aber auch als Dozent an Universitäten, politische Positionierungen und Werke von bildender Kunst. Dalla ist auch ein großer Fan von Fuß- und Basketball sowie von Motorsport. Dreimal fährt er eine Mille Miglia mit. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Anno Brumini Episode 12. Lucio Dalla wird nur 68 Jahre alt. Er stirbt unerwartet 2012 in einem Hotel in Montreux an einem Herzinfarkt. Sein Vermächtnis ist groß. Sein Lebenswerk trug maßgeblich dazu bei, italienische Musik in die ganze Welt zu tragen. Natürlich war er auch ein Vorbild für viele weitere Musizierende in Italien, wie die Traubekunden etwa von Laura Pausini, Gianna Nannini, Adriano Celentano, Antonello Venditti oder Giovanotti zeigten. Es war einmal vor 140 Jahren. Nikos Kazantzakis, der griechische Schriftsteller aus Herakleion, der Hauptstadt Kretas, beginnt seinen Werdegang mit einem Jurastudium in Athen. In Paris schreibt er eine Dissertation über Friedrich Nietzsche, die für den jungen Kazantzakis ein Vorbild darstellt. Sein weiteres Leben ist von vielen Reisen geprägt, wo er unter anderem als Dolmetscher oder Journalist seine Brötchen verdient. Zurück in Griechenland wird er gemeinsam mit einem Freund namens Georgios Sorbas, Pächter eines Bergwerkes im Süden des Peloponnes. Das Vorhaben scheitert aber. Kazantzakis steigt in die Politik ein und wird unter Premierminister Eleftherios Venizelos zum Generaldirektor des Sozialministeriums ernannt. Nebenbei widmet er sich aber weiterhin der Literatur. So übersetzt er etwa Goethes Faust und die göttliche Komödie von Dante. Wie gerne würde er von dieser Leidenschaft leben können? Es bräuchte einen Durchbruch. Und diesen schafft er auch. Der Roman Alexis Sorbas ist ein Hommage an seinen Freund Georgios Sorbas und eines der bekanntesten literarischen Werke der Hellenischen Republik. In dieser Geschichte geht es um den Lebenskünstler Sorbas und eine Kohlemine auf Kreta. Diese Story ist eine dankbare Vorlage für den Regisseur Michael Kakoyannis. Er produziert den gleichnamigen Film mit Anthony Quinn in der Hauptrolle des Alexis Sorbas. Eine der wichtigsten Szenen spielt am Strand von Stavros, einem kleinen Dorf nördlich von Chania auf Kreta. Der Sitaki-Tanz von Sorbas löst im Westen einen Hype in griechischer Musik und Kultur aus, weshalb der Strand von Stavros zu einem eigenen Touristenmagneten wird. Und heute noch ist. Nikos Kazantzakis wird 74 Jahre alt. Er stirbt in Freiburg, nachdem er auf einer Flugreise wegen heftigen Symptomen behandelt werden musste. Vermutlich hat er die Nebenwirkungen einer Impfung nicht ertragen, die er in China verabreicht bekommen hat. Im Andenken an den großen Schriftsteller wurde der Flughafen von Herakleion nach Kazantzakis benannt.
Arno Brumini, die Jukebox. Es war einmal vor 5 Jahren. Ray Garvey bringt gemeinsam mit Kool Savas den Track Is It Love auf den Markt. Es ist danach die meistverkaufte Single Garveys seit der Auflösung seiner Band Raymond. Die Rollenverteilung ist klar, Garvey singt, Savas rappt. Robin Thicke landet mit T.I. und Pharrell Williams einen Sommerhit. Blurred Lines passt auch inhaltlich zur schönsten Jahreszeit, wenn auch nicht ohne Kritik unter dem Vorwurf der Sexualisierung der Frau. Die zum Erfolg von Blurred Lines jedoch kein Abbruch. Lange Zeit sitzt das Lied auf Platz 1 der Charts weltweit. Rock aus Finnland, The Rasmus, haben ihren eigenen Welthit, nämlich In the Shadows. Der Alternative Rock-Titel basierte viele andere Lieder auf dem Millennial Whoop, also einer festen melodischen Tonfolge, die beispielsweise auch in Lady Gagas Bad Romance, Keishas TikTok oder Baltimore's Tarzan Boy vorkommt. Hört rein, ihr werdet diese charakteristische Melodie schon erkennen. In the Shadows hat ebenfalls gute bis sehr gute Plätze in den Charts erreicht. Der Superlatino Ricky Martin oder Ricky Martin darf für die Fußball-WM 1998 in Frankreich den Soundtrack liefern. The Cup of Life oder La Copa de la Vida ist ein rasantes Samba-Latin-Popstück mit Welthit-Potenzial, was es auch ausschöpft. Here we go! Alle, alle, alle! Where is My Mind wurde zwar nie als Single verkauft, ist aber trotzdem einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Song der Pixies. Die amerikanische Rockband veröffentlicht das Lied auf ihrem Debütalbum. Den großen Popularitätsschub erfährt Where is My Mind erst 11 Jahre später als Abspann des Kultfilms Fight Club. Aber auch viele andere Filme nutzen das Rockstück mit dem charakteristischen Gitarrenriff. Das britische Pop-Duo Eurythmics präsentiert Sweet Dreams. Der Song landet halbwegs solide Chartplätze, stellenweise aber doch auch Platz 1. Dass Musik aus den 80ern keinen großen Aufwand für die Komponierenden erzeugte, zeigt dieses Lied vorbildlich. Am Drumcomputer einen falschen Knopf erwischt, ein paar Tasten auf dem Synthesizer gedrückt und ein wenig Singsang. Und binnen einer halben Stunde ist der Hit fertig. So, und nun gehört der Brits der neuen deutschen Welle und einem ihrer bekanntesten Lieder. 99 Luftballons. Nena war damals noch der Name einer ganzen Band, bevor die Frontfrau Gabriele Susanne Kerner alleine weitergemacht hat. 99 Luftballons handelt vom Kalten Krieg in den 80ern, als nach dem NATO-Doppelbeschluss atomare Raketen in Westdeutschland stationiert wurden und Widerstand in der Bevölkerung wegen Angst vor nuklearen Kämpfen wuchs. Der Erfolg des Liedes reichte bis in die USA, weshalb es auch auf Englisch übersetzt und als 99 Red Balloons wiederum von Nena eingesungen wurde. Mit gutem Erfolg. Und nur noch etwas Oldschool-Rock. No More Mr. Nice Guy von Alice Cooper war eine Reaktion auf die Kritik der Kirche seiner Mutter, deren Mitglieder sich über sein Auftreten beschwerten. So nach dem Motto, fickt euch, ich mach mein Ding, Schluss mit dem netten Typen. Ja, das Hardrock-Stück schafft es dann auch in die vorderen Ränge der Charts. Dies gibt Grund zum Feiern. Und feiern werden auch wir hier bei Arno Brumini, meine Lieben. Denn das nächste Video ist bereits die 25. Episode. Ein weiterer kleiner Meilenstein einer langen, langen Reise. Dazu passt auch das königliche Fokusthema. Der Tempel von Abu Simbel, erbaut von Pharao Ramses II. Brumi der Erste ist in 2 Wochen wieder da. Schönen Abend und gute Nacht, euer Brumi. Das war Arno Brumini über den Global Seed Vault. Danke fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge.